Ich guck mal eben nach, wer von mir. Oh mein Gott, bei mir ist ja fast jeder Krieger schon verletzt. Klar, die haben ganz schön was abgekriegt. Ja, okay, ich repariere mich mal. Ich repariere mal ein bisschen meine Krieger. Damit sie mir nicht gleich umkippen. Wäre nämlich blöd, ja, wenn die mir hier vor der Nase umfallen. Ist die Truhe noch da? Welche? Eine haben wir noch. Wo? Ja, die ist noch hier. Da. Ah, da, gefunden. Feldo. Ich kann gerne, also diese Markierungen, damit die Zuschauer es wissen, macht man mit C. Damit ihr Bescheid wisst. Also, und die Karte ruft man auf mit Shift. Und sonst ist die Steuerung ganz normal wie ASD. Und dann nutze ich allgemein die Schnelltaste. Man kann aber auch hier mit mittlerer Maustaste dann drin rumvorstellen. Ach, übrigens kann ich auch meinen Kriegern Kommandos geben. Das ist bei mir eine besondere Funktion, die anderen nicht haben. Seid ihr bereit? Ja. Ich auch? Super, dann drücke ich jetzt mal G. Oh Gott. Oh, da kommen Orks. Ja, und das nicht gerade eben wenige, aber meine Krieger, meine Bogenschützen, sag ich mal, sind alle bereit. Nein, ich muss hier raus. Dann geh da raus. Okay. Oh Gott. Oh Gott, ich muss mich kurz heilen. Meine Bogenschützen haben alle gerade richtig Stress. Einer meiner Bogenschützen ist gefallen. Ich brauche Selbstheilung. Ich brauche Mana. Dann selbstheile dich. Ich renne einfach durch und slayne alle. Jo, mach das. Ihr seid Nahkämpfer, ihr könnt das machen. Wenn ich hier so in die Mitte springe, wie ich es gerade getan habe, ist das ziemlich selbstmörderisch. Allerdings hat meine Figur auch ein bisschen mehr Leben als andere. Daher also auch von der niedrigsten Stufe aus. Aber ich habe hier mit 200 gestartet. Ich habe ja auch noch nicht. Ich bin gleich tot. Ich auch. Ich renne mal. Dann drückt 1. Wenn ihr Mana habt, drückt 1. Das heilt euch. Das ist, glaube ich, eine Waffe für dich, Virensack. Ich habe gerade wenig Zeit dafür. Ich sehe hier gerade einen Kristall. Wo zur Hölle seid ihr? Ich fighte hier gerade episch. Hier ist eine Waffe für dich, Bedorfus. Oh, und da ist eine Waffe für mich und die ist besser als meine momentane. Und ich will sie gerne ausrichten. Aber ich krieg's gerade nicht hin wegen dem Levelaufstieg. Vielleicht hast du auch ein zu niedriges Level, das kann auch sein. Dann kann man. Oh, verdammt! Ey, bestätige Stufeaufstieg auf Stufe 7. Ich bin jetzt gerade auf Stufe 7 hochgelevelt. Was? Hier sind überall noch solche komischen Kolben. Ich bin Stufe 6. Alter, wir haben ja gerade voll gelevelt in dem Level. Voll. Ich bin Stufe 4. Okay. Haha. Mach mal direkt das nächste Level oder. Warte, ich muss noch meine Sachen einsammeln. Was okay. Ist das für ein Teil? Das Teil ist auf jeden Fall scheiße. Sonst würde ich es ja nehmen. Ey, das Ding ist noch besser. Geil. Ausrüsten. Also. Yes, Farbe verändert. Machen wir direkt das nächste Level oder wollte noch mal kurz Zwischenstopp im Gasthaus? Direkt das nächste. Direkt? Eigentlich können wir direkt das nächste machen. Ja. In Ordnung. Meine Keule und ich sind bereit. Oh, jetzt kommt doch dieses lustige Dingselbums, oder? Was meinst du mit lustiges Dingselbums? Dass da doch das erste Gedingselbums kommt. Was für ein Gedingselbums? Ich möchte nichts vorwegnehmen. Verdammt, ich hab grad keine Ahnung, wie ich hier ins nächste Level komme. Ach, ihr müsst G drücken. Drückt also, G. Ich würde mal sagen, das O-Ding, also das, was mit O anfängt. Ist doch scheißegal, drückt G und dann kommen wir rein. Fahre zum nächsten Level fort. Oh mein Gott. Let's go. Also ich hoffe jetzt nicht, dass die mein nächstes, allernächstes, ja, Gießerei und Schmieden. Also machen die wirklich schrittweise, das ist ziemlich praktisch. Okay, wir haben hier insgesamt 3 Aufgänge hoch zum Kristall. Ich bin der Meinung, jeder sichert ein. Oh, Stufe aufgestiegen. Warte, hier gibt es 4 Truhen. Es gibt insgesamt, ja okay, 4. Wie weiß ich, krieg 2, da ich keine Türme habe. Klar. Ich habe keine Türme und muss mich praktisch selbst über Wasser halten. Okay, dann. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte eben. Jeder kriegt einen Aufgang. Ich nehme den hier, wenn das für euch in Ordnung ist. Wo? Den mittleren oder den linken? Also, wenn man also, die Karte aufruft, den linken. Ah, okay. Dann nehme ich den mittleren. Okay. Dann. Dann nehme ich den. Jo. Okay, ich. Beschwöre dann schon mal. Und ich bastel mal. Okay, ich hoffe mal, dass er da oben kämpft.
Hast du ein bisschen Mana übrig? Ich? Ja. Definitiv nein. Okay, dann muss ich die woanders hinbasteln erstmal. Okay, dann muss ich die erstmal hier hinpacken. Okay. Kann sein, dass ich euch später um Hilfe anbettel, da ich keine Ahnung habe, wie gut meine Bogenschütze hier oben gleich kämpfen werden. Ja. Während Sack, kannst du deine linke Auffahrt sichern? Würde ich gerne, aber deckst du auch meine rechte? Deine rechte kann ich nicht decken. What? Die hier? Die bitte ich ja, dass du die deckst, weil ich da ja nichts machen kann. Oh Gott, das wird sehr interessant, aber okay. Ihr könnt im Nahkampf euch auch durchprügeln für den Fall der Fälle, ne? Ja, ja, aber trotzdem. Also ich bin fertig. Okay, dann packe ich. Weil ich nicht sehr viel machen kann. Ja, wir können alle nicht besonders viel machen. Okay, fertig. Also wir müssen uns jetzt größtenteils, also ihr vor allen Dingen, müsst euch jetzt größtenteils im Nahkampf durchprügeln. Bereit? Oh Gott, ich habe zwei Türen, okay. Obwohl, die hat jeder. Ja, egal. Jeder hat zwei Türen, deswegen. Bereit? Hau rein. Also, fertig. Ja. Okay. Hauen wir rein. Bei mir kommen insgesamt sechs Orks und drei Bogenschützen. Bei mir kommen nur so kleine Putzis. Sieben Goblins. Sieben Goblins, drei Bogenschützen bei mir. Fuck, mein Bogenschütze hier oben schießt nicht. Menno. Okay, dann schicke ich den oben um. Dann muss der eben woanders hin. Okay, ich hab sie. Ich auch. Okay, brauchst du Felix? Brauchst du Hilfe? Oh Gott, du brauchst auf jeden Fall Hilfe. Wieso? Ich komme. Ich komm durch. Meine Bogenschützen töten die. Einwandfrei. Also ich hab hier oben gerade alles unter Kontrolle. Es kommen neue Leute, Leute. Also bei mir ist alles safe. Bei mir ist echt alles safe. Okay. Okay, hab sie. Ich hab Spawn-Trapping gemacht. Also, hier kommen gleich bei mir noch ein paar hoch, aber macht euch um die keine Sorgen, die sind tot. Also, wir sind alle tot. Dann lass ich sie mal durch die Elektrofalle laufen. Har har. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Machen Felix, das sind Leute. Har har. Vorsicht, du bist beschossen. Lacht er erstmal so schön eine Runde ab und ich hab so eine in der Aufnahme drin. Okay, dann kann ich jetzt mal das andere Dingelbums machen. Oh, die Truhe schnappe ich mir erstmal. Ja, so. Jo, dann bastel ich hier noch was Hübsches hin. Hier ist irgendwie so ein fettes grünes Teil. Grün? Wo denn? Hier, bei mir. Ja, wo bist du denn? Erster ganz oben. Wo ist dein fettes grünes Teil? Hier runter. Ja. Au, thanks. Aber es ist schlecht. Ist drauf. Okay, ich platziere nochmal ein paar. Bidolfus, werd nicht unfair. Okay, er hat schon wieder den Real. Alter, pass auf, dich den Real Name zu nennen. Ja, Mann. Ich kann nicht auf jeden deiner Fehler einen Pfeifton drüberlegen. Tut mir sehr leid. Das ist die Macht der Gewohnheit. Oh, ich kann auch eine Abrollblockade bauen. Yeah. Oder hat noch einer Mana, dann baue ich ein Harpungeschütz irgendwo. Ich hab nur noch zwei über, das ist nicht besonders viel. Warte. Ich hab auch nicht mehr besonders viel über. Warte, soll ich hier noch irgendwo was bauen? Warte mal. Doch, ich hab noch ziemlich viel. Komm mal her. Hier, ich bin direkt hinter dir. Also, man kann übrigens auch seine Mana an den anderen abgeben. Damit ich Bescheid geben kann. Also, ich möchte einfach nur mal zeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Also, ich habe meine Einfahrt in gewisser Weise gesichert. Ich habe drei Gänge abgesichert, Mann. Eine deiner Fallen ist kaputt. Leicht. Kaputt? Ja. Ich habe mein ganzes Mana abgegeben. Guck mal, ob du das reparieren kannst, das ist nicht viel. Ich habe 27 nur. Hoffentlich reicht das. Ich kann das machen. Dann geht das locker. Ja, drei. Hat nur drei gebraucht. Oh, nicht in die Lava springen. Ja, das ist nicht besonders gut. Okay, seid ihr bereit? Ja. Gut. Drücke G. Los geht's. Also, ich sag mal wieder so, wir machen's hier, also ich mach's hier mit der Aufnahme genauso wie in MW3. Wir nehmen durchgehend auf und ich schneide das dann im Endeffekt. Und das dann natürlich innerhalb des zweiten Parts, ne? Oh, erste Orks. Ja, bei mir auch. Ach, das Kleine sind Goblins, die Bogenschützen sind Bogenschützen und die Orks sind Orks, also okay. Nein, die Bogenschützen sind Dunkelelf-Bogenschützen. Ja, ich nenne sie einfach Bogenschützen. Oder Schützen, ich nenne sie einfach Schützen.
Dann gibt's noch. Boah, also kleine Vieh ist durchgekommen. Okay. Infiltrierung! Woo, Mana! Okay, das wird sehr laut. Oh Gott! Alter, wie gut sind. Wie overpowered sind meine Bogenschützen bei den Goblins? Ey, die töten die ja richtig schnell. Das ist ja der Hammer. Meine Aura killt die auch, wenn die da reinlaufen. Ja, auch übrigens einer der Orks kam vorhin durch deine Aura. Ohne meinen Bogenschützen wäre der jetzt durchgekommen. Ja, ist ja auch ein Ork. Muahahaha. Meine Bogenschützen retten uns den Arsch. Nur den Ork. Oh, cool. Da greift gerade ein Schütze mich an. Und trifft der Ork mich war einmal. Der Ork also war bei mir ist alles ruhig. Ja, du Glücklicher. Der Ork war ja eh dein Job. Ja, okay. Noch ein Gegner. Yeah. Ja, der war bei mir. Beziehungs... Betonung liegt auf wahr. Heilung-Attack. Ich schnappe mir meine Truhe. Ja, ich schnapp mir jetzt auch hier meine zwei. Oder braucht jemand von euch ganz dringend Mana? Eigentlich nicht. Nein. Geil, oder? Weil dann kann ich mir nämlich nochmal zwei Bogenschützen bauen. Ihren Sacke könnte dich irgendwas interessieren. Hier ist ein fettes schwarzes, blaues Teil. Warte, ich komme. Schwarz-blaues Teil, ey. Ja. Hast du ihn gerade bei mir denn genannt? Ich hab nicht drauf geachtet. Nein, hab ich nicht. Geilo, also er achtet drauf im Gegensatz zu manch anderen. Okay, das Teil ist scheiße, aber danke. Hast du 20 Mana für mich? Das sah cool aus. Tut es auch. Jetzt nicht mehr. 20 Mana hab ich. Dann gib her. Wo bist du? Warte, wie bewegt man seine Dinger? Verkaufen und dann wieder bewegen. Kriegt man dann genauso viel zurück? Nein. Ja. Doch klar. Nein. Ihr bekommt für meine 50er Aura 50. Ja, wenn man sie frisch gebaut hat in der Runde. Ja, aber sobald sie einmal benutzt worden ist, dann funktioniert das nicht mehr. Okay. Also du brauchst 20? Ja. Moment. Boah, deine Leute geben gruselige Geräusche von sich. Ja. Was gibt... Okay, sind wir fertig? Ich bin fertig. Also ich bin auch fertig. Ich bin sofort fertig. Was baust du denn? Ach, noch eine Mana. Yeah. Ach, warte. Ja, der Mönch hat übrigens eine Mana. Der Knappe hat Aura. Perfekte. Das heißt Aura. Ja, hat Aura. Der Knappe ist größtenteils auf Verteidigungstürme angelegt und hat ein paar nette Angriffsteile, die aber unglaublich teuer sind. Die Jägerin hat auch mehr Fallen. Und der Lehrling, der ist größtenteils auch auf Türme ausgelegt, hat eigentlich nur Türme. Und eine Magiebarrikade, die ihr dann kennenlernt, sobald Bedolfus mitspielen kann. Lupo. Ich habe einfach mal G gedrückt, ich war so frei. Ich drücke eben. Und ja, ich bin jetzt hier. Oh, bei mir kommen so ein paar Leute. Ich bin ebenfalls bei mir einfach so jetzt, dass ich einfach nichts ordentlich an Figuren gefunden habe, mit der ich umgehen kann, außer einer, die schon vergeben war. Deswegen habe ich mir eine extra Figur gekauft. Und mit der arbeite ich dann hier. Einfach nur mal, um ein bisschen Abwechslung zu bringen, von wegen den ganzen anderen Let's Plays, die laufen von Dungeon Defenders. Die ich alle nicht kenne, aber ein paar und die, denke ich, sind so bekannt, da muss ich einfach mal ein bisschen was Neues gegensetzen. Weil sonst wird's langweilig. Mein Geschütz hat gerade den Ogre mit einem Schuss gekillt. Alter, meine Elektra-Auren killen allesamt. Das ist richtig geil. Ja, meine Männer, die aus meinen Türen kommen, kommen übrigens nicht zu dir hoch, da die schon vorher töten. Ich hab praktisch... Die Orks sterben fast, wenn sie hier hochkommen. Die kann ich direkt mit zwei Schlägen wegmachen. Meine kommt nicht mal hoch. Hier ist schon wieder so ein Ding. Oh, ich bin... Hier ist eine fette Axt. Verletzt. Wer benutzt Äxte? Ich. Unter. Das teil mal an. Warte, ich komm sofort. Ey, ich rüste gerade einen meiner Bogenschützen auf. Das ist cool. Ich repariere gerade noch meine Sachen, okay? Dann komme ich sofort. Die sieht auf jeden Fall geil aus. Und jetzt grade ich die Sachen noch kurz ab. Warte. So, aufwerten. Sag gut. So, Alter, da ist so ein Drache drauf auf der Axt. Das hört sich episch an. Das ist episch. Also, wie spät haben wir eigentlich gerade? Oh, wir haben gerade 1 Uhr morgens. Also, wie man es von mir aus kennt in meinen Let's Plays, ich nehme ja nur nachts auf. Also, all meine geliebten Zuschauer, die mich häufig sehen, die wissen, dass ich nachts aufnehme.
eigentlich nur nachts. Es ist verdammt selten, wenn man mal auf meiner Skype-Uhrzeit eine frühmorgendliche Zeit sieht. Apropos Skyrim. Das Video wird erst verdammt spät danach hochgeladen, aber es funktioniert wieder aktuell. Ach, das ist so gut. Ja, man kann auch auf Ego-Sicht spielen. Man kann auch hier voll in unnötiger, komplizierter Sicht spielen, die ich so persönlich richtig scheiße finde.